Hey und herzlich willkommen in dieser Arena gegen einen Jäger von Hyper, der jetzt neuerdings auf I2 ist, da er aber wirklich gerade erst in der Liste eingetragen ist. Gehe ich davon aus, dass er einer der Leute profitiert, dass er einer der Leute ist, die davon profitiert haben, dass andere aus dem Ranking rausgeflogen sind. Daher gehe ich eher davon aus, dass er wie ein Rang 1er, der oft beim Raidest zu betrachten ist. Also wir müssen mal ein bisschen sehen, wie stark er ist. Selbst der schlechteste Rang 1er kann momentan das neue 75er-Gear tragen, aber das trägt er garantiert nicht, dafür hält er viel zu wenig aus. Ja, okay. Normalerweise ist Jäger eine sehr schwere Arena, dieser Jäger. Hier ist kein Gegner. Einfach weil, wenn ich jemand mit meinem Dispel. Wo war's? Muss mal nachgucken. Wenn ich jemand mit meinem Dispel allein schon so viel Schaden mache, ist da. Er ist AFK. Kein richtiger Gegner. Ich wollte nur. Naja. Jetzt vorbei. Aber anscheinend hat er 12k Leben, circa. Naja, nutze ich mal die Situation und wir können zumindest mal meine Waffe anschauen. Ich werde ja oft gebeten, um zu zeigen, was ich so habe. Das ist, habe ich vor kurzem mir erst erstellt. Ist einfach eine Rune plus 10er. Gefused mit einer mystisch Machtkampf wegen der Attack Speed. Ich habe mich eher für eine M-Mag-lastige Socklung entschieden, damit ich schlechte Emrys-Kleriker auch mit dieser Waffe treffe und ich ansonsten eh sehr viel MV habe. Deswegen das Crit-Spell ist reingekommen, weil ich das die einzigen sinnvollen Steine fand, die ich da reinsocken konnte. Ich dachte mir, die M-Mag kämpfen nicht für die, die MV kann es am Cap sein. Das bisschen mehr M-Crit kann den Unterschied machen. Und ansonsten halt M-Mag MV bringt so gut wie gar nichts, finde ich. Deswegen M-Mag TP. Und ein Para drauf, ein Edo-Para. Den hatte ich irgendwann mal bekommen. Ja, ich wünsche euch noch viel Spaß bei weiteren und bis dann!